Ich habe hier heute zwei Jungs aus Lüneburg. Teste einfach mit Klima. Wir trinken gut, ey. Florian, ja. Der Flo. Das bist du schüchtern. Ja, jetzt haben wir den Kleinen gemessen. Und zwar 198 PS und 454 Newtonmeter. Ich habe hier heute zwei Jungs aus Lüneburg. Lüneburg, das ist einmal der Jan. Jan, und da drüben, komm, zeig ich mal ganz kurz. Florian, ja. Der Flo. Jetzt bist du schüchtern. Ja, kriegen wir schon hin, kein Thema. Ja, wir haben heute den Dreier vom Flo auf der Rolle und er kriegt eine Leistungssteigerung. Und du erzählst ein bisschen, weil das war ja vorher deiner. Genau, du erzählst ein bisschen, was du damit gemacht hast, bevor du ihm den verkauft hast. Genau, also ich habe den Dreier vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren, habe ich den in Aachen gekauft. Der war eigentlich so komplett Serie. Ja. Dann habe ich halt erstmal angefangen, habe halt ein Fahrwerk gemacht und so weiter. Eigentlich nichts Tolles. Ja. Sollte eigentlich nur eine Streckenhure sein für mich. Ganz entspannt. Ja, ganz entspannt. Habe dann aber mit der Zeit halt doch den DPF halt ausgebaut. Mhm. Cut raus. Ja, AGR off. Ja. Drei Klappen raus. Ja, bietet sich halt also an. Hast du quasi doch mehr gemacht, als du eigentlich geplant hast. Ja, wie das dann halt so ist. Ne? Ich bin halt selber Kfz-Mechaniker so. Und ja. So. Und die Felgen, halt, waren die vorher auch schon drauf? Nee, die Felgen waren noch nicht drauf. Die habe ich irgendwie ganz günstig geschossen. Okay. Für ein paar Euro. Sind das echte? Nee, sind keine echten. Nee, nee. Schade. Ich hatte auch mal so eine Nachbau-Dinger. Aber war nicht auch verklingelt. Nee, da waren vorher die ganz normalen M-Felgen drauf. Ja. Die M-Paket-Felgen, die da regelmäßig drauf waren. Danach habe ich 18 Zoll BWS gefahren. Ja. Da wurde immer auch langweilig, dann habe ich mir die Dinger gekauft. Mhm. Ja, aber passend zum Auto, ne? Ja, das stimmt, ne? Aber das war halt alles so ein bisschen so auf Low Budget, weil ich dann eigentlich nur Strecke reisen wollte. Ne? Komm mal her, jetzt mal das ein Regal. Ja, und dann irgendwann habe ich mich dann halt dazu entschlossen, mir wieder einen Fünfer zu kaufen und habe ihn dann halt meinem Kumpel verkauft. Ne? Ja. Also das Auto, ja. Das fährt er halt damit durch. Und du bist jetzt stolzer, glücklicher Besitzer. Ja. So Leute, jetzt haben wir einmal den originalen Datenstand runtergezogen. Ich habe den bearbeitet. Er sagte, er hätte schon gern ein bisschen was an Dampf. Ne? Also eventuell irgendwas zwischen einer 1 und einer Stage 2. Ich hau jetzt gleich den Datenstand rauf und dann gucken wir mal, was der Kleine drückt. Was soll ich sagen? Wir legen los im Lauf, ne? Zwei Kameras. Ja, jetzt haben wir den Kleinen gemessen und zwar 198 PS und 454 Newtonmeter. Vom Drehmoment her und von der Leistung her auch an noch einem gesunden Punkt, weil er auch kein DPF, kein Cut, gar nichts mehr drin hat. Ne? Der Turbo ist auch neu übrigens.
Und der Lader ist neu. Also kurz hinter 2000 Umdrehung hat das Ding richtig Wumms. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Geil, ne? Fast 200 PS, also ne? Lass hier mal 10 Grad weniger drin sein, dann steht auch in 200. Hier Leute, Abo da lassen. Ja, schon wieder los. So. Ja, der BMW ist gechippt. Und wie läuft er? Ist geil, ne? Willst du jetzt wieder haben? Was, jetzt kaufe ich ihn wieder zurück. Ja. Kriegt er aber. Ja, auf jeden Fall, er ist zufrieden. Auto hat jetzt richtig Dampf, also knapp 200 PS und 450 Newtonmeter. Jetzt ärgern ihn die Passatfahrer nicht mehr. Daher würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein.